Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kautschus, zum großen Saisonfinale beim Fußballfreitag. Wobei Saisonfinale ist eigentlich nur in der Bundesliga, beim Fußballfreitag haben wir kein Saisonfinale, es wird auch danach weitergehen. Wir haben noch den DFB-Pokal, über den ich zumindest ein paar Worte verlieren werde beim nächsten Mal. Dann haben wir im Zweifelsfall noch Euroleague und Champions League, über die wir ein paar Worte verlieren werden. Allerdings geht es jetzt um alles. Und die Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Es kann unten nichts mehr passieren. Da ist am letzten Spieltag, also am 33. Spieltag, tatsächlich komplett jede Entscheidung gefallen. Mit Nürnberg und Hannover stehen die beiden Absteiger fest. Ihr seht es in meinem Rücken. Ja, die Punkte seht ihr zumindest. Da seht ihr... Moment, mir fällt gerade was auf. Nein, das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Jetzt ist der Vorhang weg. Also jetzt ist hier der Rahmen weg. Und ja, ihr seht die Wappen nicht, aber ihr seht ja die Teams. Nürnberg 19 Punkte, Hannover 21, Stuttgart 27. Hannover hat es geschafft zu gewinnen, allerdings Stuttgart eben auch. Und ja, dadurch hat auch Hannover keine Chance mehr. Davor wäre noch mehr möglich gewesen da unten. Also die letzten drei standen schon fest, nur die Reihenfolge noch nicht. Und ja, ob jetzt Nürnberg oder Hannover letzter wird, ist uninteressant für den Abstieg. Und Stuttgart ist sicher in der Relegation. Die Plätze bis zum 10. Platz. Da kann sich theoretisch an der Reihenfolge noch was ändern, aber auch das ist einfach komplett uninteressant, weil außer um ein bisschen Fernsehgelder geht es da um nichts mehr. Aber die gesamte obere Tabellenhälfte ist noch nicht, fast die ganze obere Tabellenhälfte ist noch nicht entschieden. Es gibt einen Platz, der ist schon fest und das ist Leipzig. Die sind sicher Dritter. Egal was passiert in den anderen Spielen, Leipzig bleibt Dritter. Wie gesagt, ansonsten vom 1. bis zum 9. bis auf den 3. Platz ist noch alles möglich. Fangen wir bei der Meistersache an. Wir haben Bayern auf Platz 1, Dortmund auf Platz 2. Ich wollte gerade sagen, das war schon die ganze Saison so, aber nee, das ist ja nicht richtig. Bayern hat ja am Anfang der Rückrunde irgendwann Dortmund überholt gehabt. Dann gab es so ein bisschen hin und her, mehr oder weniger. Dann hat Dortmund nochmal gestruggelt, Bayern gleichzeitig gestruggelt. Zwischendurch hatte Favre schon gesagt, ja, die Meisterschaft ist vorbei. Und ja, jetzt sind wir am letzten Spieltag. Dortmund hat 2 Punkte weniger. Allerdings gleichzeitig auch 17 Tore schlechteres Torverhältnis. Meine Güte aber auch. Und ja, es geht für Dortmund also nur noch ein Szenario. Man muss selbst gewinnen und die Bayern müssen verlieren. Bei einem Unentschieden von Bayern 17 Tore kann Dortmund nicht aufholen, weil es ist ja noch nicht mal so, dass Bayern zum gleichen Zeitpunkt das Torverhältnis nach unten reguliert und Dortmund nur nach oben, dann wären es ja irgendwie nur 7 und 8 Tore. Das wäre unrealistisch vorstellbar. Aber dass Dortmund bei einem Unentschieden von Bayern 17 Tore aufholt, ist komplett ausgeschlossen. Ja, das 8 und 7 Tore wäre genauso ausgeschlossen. Aber 17 Tore in einem Spiel ist einfach komplett ausgeschlossen. Das heißt, Dortmund muss, deswegen haben wir auf der Seite die Spiele und da die Tabelle, Dortmund muss gegen Gladbach gewinnen und muss gleichzeitig hoffen, dass Frankfurt gegen Bayern gewinnt. In dem Fall wäre Dortmund Meister, Bayern wäre der Zweiter. Egal, was anderes passieren sollte, das heißt, sollte Dortmund nicht gewinnen, sollte Bayern nicht verlieren, ist Bayern Meister. Da ist dann auch egal, ob, wie gesagt, Bayern unentschieden spielt oder Bayern verliert und Dortmund gewinnt nicht. Dortmund muss gewinnen, Bayern muss verlieren, dann wird Dortmund Meister. Ansonsten ist Bayern Meister. Habe ich das jetzt? Ihr wisst, was ich meine, falls ich mich gerade verhaspele. Ich habe das Gefühl, ich habe es irgendwie gerade falsch gesagt. So, kommen wir zur Euroleague bzw. Champions League. Wir haben vor dem 34. Spieltag ist Gladbach auf 4, Leverkusen auf 5, Frankfurt auf 6, Wolfsburg auf 7, Hoffenheim auf 8 und Bremen auf 9. Was jetzt schon feststeht, ist, dass Leverkusen und Gladbach nächstes Jahr europäisch spielen. Da ist nichts mehr, da führt kein Weg mehr dran vorbei. In welchem Wettbewerb steht allerdings noch nicht fest? Bremen
kann höchstens noch den siebten Platz einnehmen. Dafür müssen sie hoffen, dass Hoffenheim in Mainz verliert und Wolfsburg gegen Augsburg verliert. Beziehungsweise dürfte, das ist nicht ganz richtig, beide dürften auch unentschieden spielen. Bremen hat das bessere Torverhältnis als Wolfsburg. Das heißt, bei Punktegleichheit, also das heißt Wolfsburg unentschieden und Bremen Sieg. Bremen spielt übrigens gegen Leipzig. Wird kein einfaches Spiel, aber wir haben es ja eben schon gesagt, für Leipzig geht es um nichts mehr. Aber zurück zum Thema. Sollte Bremen gewinnen, Hoffenheim und Wolfsburg nicht gewinnen, also egal ob Sieg oder Unentschieden, wäre Bremen siebter. Bremen, wie gesagt, plus 8, Wolfsburg plus 5, Bremen danach mindestens plus 9 und Wolfsburg würde bei plus 5 bleiben. Sollte eine von beiden Mannschaften gewinnen, egal ob Hoffenheim oder Wolfsburg, wäre für Bremen die Euroleague nicht mehr zu erreichen. So, wie sieht das Ganze oben in der Champions League aus? Gladbach und Leverkusen haben vor diesem Spieltag gleich viele Punkte. Gewinnen also beide, müsste Leverkusen 2 Tore mehr schießen oder um 2 Tore höher gewinnen als Gladbach, um an Gladbach vorbeizuziehen. Denn sie haben mehr Tore geschossen. Das heißt, wenn beide bei plus 15 bzw. plus 16, plus 17 und so weiter sind, wäre Leverkusen vorne. Ansonsten gilt bei den beiden, die Mannschaft, die das bessere Ergebnis, also Sieg, Unentschieden, Niederlage, wenn einer gewinnt, einer unentschieden, beziehungsweise einer unentschieden und einer verliert, ist der vorne, der entsprechend das bessere Ergebnis erzielt hat. Besseres Ergebnis, wie gesagt, nicht im Sinne des Torverhältnisses, sondern des Spielausgangs. Die beiden können nur noch von Frankfurt eingeholt werden. Wolfsburg theoretisch, wenn beide vorne verlieren und Wolfsburg gewinnt, sind beide noch von Wolfsburg in der Theorie einzuholen. Allerdings gegenüber Leverkusen 8 Tore, gegenüber Gladbach 10 Tore. Das wären im direkten Vergleich, Gladbach müsste mit 5 gegen Dortmund verlieren und Wolfsburg gleichzeitig mit 5 gewinnen. Gegen Leverkusen 4-4, so, wenn man so sagen möchte. Wobei gegenüber Leverkusen haben sie auch noch die weniger geschossenen Tore. Das heißt, da müssten sie quasi 9 aufholen. Wir sagen einfach mal, das ist unrealistisch und wird nicht passieren. Frankfurt hat da noch die schwierigste, also beziehungsweise für die Champions League noch die passabelste Ausgangslage. Allerdings auch den schwersten Gegner. Sollten Gladbach und Leverkusen verlieren und Frankfurt einen Punkt in München holen, wäre Frankfurt automatisch in der Champions League. Frankfurt hat das bessere Torverhältnis, also besser als beide, und hat nur einen Punkt weniger. Das heißt, bei einem Punkt von Frankfurt und gleichzeitiger Niederlage von Gladbach gegen Dortmund und Leverkusen in Berlin wäre Frankfurt Vierter. Wenn Frankfurt gewinnt, dürfen beide unentschieden spielen, damit Frankfurt in die Champions League kommt. Wenn die beiden gewinnen, hat Frankfurt keine Chance mehr auf die Champions League. Frankfurt hat allerdings auch noch das Pech, dass sie relativ leicht aus der ganzen Europasaison ausscheiden können. Sie haben 2 Punkte mehr als Wolfsburg und haben 3 Punkte mehr als Hoffenheim. Sollte Hoffenheim gewinnen, während Frankfurt verliert, ist Hoffenheim davor. Die haben nämlich mehr Tore geschossen und bei Sieg Hoffenheim, Niederlage Frankfurt, kann das Torverhältnis von Frankfurt nicht besser werden. Wolfsburg muss ebenfalls gewinnen, damit sie an der Eintracht vorbeiziehen. Da ist dann bei einer Niederlage sowieso, haben sie einen Punkt mehr. Spielt Frankfurt unentschieden, sind sie sicher in der Euroleague und sind mindestens Sechster, denn Wolfsburg müsste 11 Tore auf Frankfurt aufholen und Hoffenheim könnte dann die 4 Punkte nicht mehr aufholen. Das heißt, für Frankfurt wird das Ganze relativ spannend. Man kann zum einen, mit einem Unentschieden ist man sicher in Europa dabei. Man kann zusätzlich mit einem Unentschieden in die Champions League kommen, wenn Leverkusen und Gladbach beide verlieren. Kann allerdings auch, wenn man verliert und nur dann, allerdings, wie gesagt, man spielt gegen Bayern, die Meister werden wollen und dafür mindestens mal den Punkt brauchen, kann man, wenn man verliert, noch aus der gesamten aus den europäischen Rängen rausfliegen, nämlich dann, wenn Wolfsburg und Hoffenheim verlieren. Was muss für Wolfsburg und Hoffenheim passieren, damit sie europäisch spielen? Wolfsburg muss
eigentlich gewinnen. Denn verliert Wolfsburg, hatten wir es eben ja schon gesagt, für Hoffenheim reicht ein Punkt, dann ziehen sie vorbei. Bremen muss gewinnen, dann ziehen sie vorbei. Das heißt, spielt Wolfsburg nur unentschieden. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Spielt Wolfsburg nur unentschieden, würde bei einem Sieg von Hoffenheim oder Bremen sie von Platz 7 fliegen. Gewinnt Wolfsburg, sind sie sicher in der Euroleague dabei, weil sie mehr Punkte haben. Da ist dann egal, wie alle anderen spielen, dann sind sie sicher dabei. Was muss für Hoffenheim passieren? Hoffenheim reicht ein Unentschieden. Nein, ja, reicht ein Unentschieden, wenn Wolfsburg und Bremen verlieren. Hoffenheim reicht ein Sieg nur dann, wenn Wolfsburg oder Frankfurt verlieren. Beziehungsweise, wenn Wolfsburg nicht gewinnt und Frankfurt verliert. Beziehungsweise, nein. Wenn entweder Wolfsburg nicht gewinnt oder Frankfurt verliert, dann reicht den Hoffenheimern ein Sieg. So, das war jetzt vielleicht nicht für alle ganz nachvollziehbar, gerade weil ich mich auch noch verhaspelt habe. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Bayern wird Meister, wenn sie unentschieden spielen. Also unentschieden oder Sieg. Oder wenn Dortmund nicht gewinnt. Dortmund wird nur Meister, wenn sie selbst gewinnen und Bayern verlieren. Leipzig ist entschieden. Gladbach muss gewinnen oder muss gewinnen und nicht weniger als 2 Tordifferenz schlechter spielen als Leverkusen. Ansonsten müssen sie darauf hoffen, dass Leverkusen und Frankfurt nicht gewinnen, wenn sie selbst nicht gewinnen. Beziehungsweise bei einer Niederlage darf Frankfurt nicht mal unentschieden spielen. Leverkusen, um sicher in die Champions League zu kommen, 2 Tore mehr als Gladbach. Ansonsten, wie gesagt, einfach, wenn Gladbach nicht gewinnt, bei Unentschieden oder Niederlage, muss man gleichzeitig noch auf Frankfurt hoffen. Für Frankfurt geht es noch entweder bis 4 hoch oder auf 8 runter. Wolfsburg muss fast gewinnen, um in die Euroleague zu kommen. Denn ansonsten wird Hoffenheim oder Bremen vorbeiziehen. Bremen muss einfach darauf hoffen, dass Wolfsburg und Hoffenheim beide nicht gewinnen. Da ist es, wie gesagt, egal, ob unentschieden oder Sieg. Damit Bremen in die Euroleague kommen kann, dürfen weder Wolfsburg noch Hoffenheim gewinnen. Unten ist alles entschieden und damit würde ich sagen, beenden wir das für heute. Ich werde die Spiele nicht tippen, wir hatten sehr viele Eventualitäten hier drin, wer wie wo spielen muss, damit X oder Y in Champions League, Euroleague oder gar nichts kommen. Wir haben dazu noch so ein paar uninteressant oder unwichtige Spiele wie Düsseldorf gegen Hannover, Freiburg gegen Nürnberg oder Schalke gegen Stuttgart. Aber in den Spielen Bayern gegen Frankfurt, Gladbach gegen Dortmund, Berlin gegen Leverkusen, Bremen gegen Leipzig, Mainz gegen Hoffenheim und Wolfsburg gegen Augsburg geht es um noch was. Wir haben also am letzten Spieltag 6 Spiele, die über Meisterschaft, Champions League und Euroleague entscheiden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal 6 Spiele hatten, die über wirklich so viel am Ende einer Saison noch entscheiden. Ich hoffe für einen guten Ausgang für Frankfurt. Meine Güte, ich sollte aufhören, Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Würde mich über ein Like freuen. Und drückt der Eintracht die Daumen. Egal für wen ihr sonst seid, drückt da bitte der Eintracht die Daumen. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Vielleicht reden wir dann ein bisschen über den DFB-Pokal. Werde ich mir bis dahin noch überlegen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar andere Themen. Also, schönes Wochenende, schöne Spiele und bis dann.